Heute gibt's was zu Deadpool 2, zum Sony-Verse und mehr. Das geht ab im Fandom. Willkommen zu Marvel's Supreme. Fangen wir aber an mit Infinity War. Die Russos haben uns mal wieder sehr elegant via Instagram ein Produktionsupdate gegeben. Beginning the End hieß es also für Avengers 4. Bei Deadpool 2 gab es nach Domino nun auch erste fertige Bilder zu Cable und Josh Brolin rockt den Look einfach mal extrem. Durch Details und Looks in den Bildern ist eine sehr interessante Theorie aufgekommen, die sich um Hope Summers dreht. Es ist alles andere als bestätigt, aber wenn man mal drauf aufmerksam gemacht wird, kann man sich wirklich nicht helfen. Da scheint tatsächlich was in Sachen Hope aufgesetzt zu werden. X-Men Dark Phoenix hat zwei Schauspieler dazu bekommen, zum einen Coda Eberhardt, deren Rolle den Arbeitstitel Luna trägt und zum anderen Scott Shepard, der wohl Jean Greys Vater spielen soll. Bei Luna gibt es verschiedene Theorien, am beliebtesten sind für sie aber das Hellfire Club-Mitglied Celine oder Layla Miller, wobei da noch zahlreiche andere Figuren möglich wären. Das kommt aber sicher bald raus, wen sie denn konkret spielt. Dann haben wir ein wenig was zu Donald Glover und zwar ist rausgekommen, dass John Watts ihn direkt kontaktiert hat, um eine Rolle in der Spider-Man-Welt zu spielen, die zwar nicht Spidey selbst ist, was Donald ja früher immer wollte, aber er ist nun mal einfach zu alt für diesen Job, aber trotzdem relevant wäre und vor allem Potenzial für mehr hat. Dabei war die Möglichkeit eines Miles Morales Spin-Off-Films wohl ein zentrales Thema. Die ganze Nummer mit Davis im Film hing demnach direkt mit der Bereitschaft von Glover zusammen, die Rolle zu übernehmen. Randbemerkung an dieser Stelle noch, Homecoming hat nach Japan-Release nun offiziell die 700 Millionen Dollar-Grenze überschritten und wird sich dadurch sicherlich noch Amazing Spider-Man 2 schnappen. Wichtig ist aber dabei eigentlich nur, dass mit einem Budget von ca. 175 Millionen Dollar das ganze Projekt am Ende ein Erfolg für die Marvel Studios und Sony ist, was für zukünftige Filme dieser Reihe natürlich eine große Bedeutung hat. Wir sind aber noch nicht ganz durch mit Glover, denn der ist ja auch beteiligt an der Entwicklung der animierten Deadpool-Serie. Ryan Reynolds wird mit dieser FX-Show nichts zu tun haben und laut den Verantwortlichen werden wir hier auch eine vom Ton komplett andere Serie erhalten, die wahrscheinlich die noch abgefuckteren Elemente der Comicwelt aufgreifen wird. Reden wir kurz über Disney. Die ziehen ihre Filme von Netflix ab und entwickeln ihre eigene Streaming-Plattform. Diese Entwicklung kann und wird auch Marvel-Sachen betreffen. Im amerikanischen Raum bleiben zwar Marvel-TV-Shows nach aktuellem Stand auf Netflix und Co. bestehen, was auch Sinn macht, wenn man nur an die neuesten Verträge mit beispielsweise Hulu denkt, aber Filme der Studios werden allgemein dann bis 2018 von bekannten Streaming-Diensten verschwinden und letztendlich auf der Disney-eigenen Plattform laufen. Ich persönlich sehe für die globale Ausstrahlung von Marvel-TV-Sendungen positives Potenzial. Eventuell erreichen dann beispielsweise die Agents of S.H.I.E.L.D. auch unsere Location über einen Streaming-Service, dann halt von Disney. Das wäre sehr wünschenswert. So, und jetzt haben wir noch ein wenig was zu den kommenden Sony-Filmen. Riz Ahmed sei demnach kurz vor Vertragsabschluss für Venom und seine potenzielle Rolle wird dabei heiß diskutiert. Eine Quelle erklärte, dass Reese für Cletus Cassidy vorgesprochen habe und uns damit den Carnage geben wird. Andere Berichte sprechen von der Möglichkeit, dass er Chameleon sei. Und diese Nachricht greift dann auch noch auf Silver and Black über. Der Film, der nun ein offizielles Release-Date mit dem 8. Februar 2019 hat, würde nämlich eine Verbindung zu Venom herstellen, in dem neben Tombstone und Tarantula auch noch die Figur von Reese in Silver and Black involviert sein würde. Und zum Schluss gibt's natürlich noch den Hinweis, dass am Freitag der nächste Marvel-Feiertag ansteht. Die Defenders sind ab ca. 9 Uhr morgens mit allen 8 Episoden verfügbar. Viel Spaß beim Bingen oder beim Rationieren. Bereits am Samstag wird's von meiner Seite die Review dazu geben. Das war's dann auch für heute. Lasst einen Daumen da, wenn euch das Ganze gefallen hat und abonniert, um keine Folge von Marvelous zu verpassen. Vielen Dank fürs Reinschalten. Macht's gut. Caps out.